Hallo. Hallo. Prag, du solltest nicht den Kompass geben, Hohlbirne. Hast du das gesagt? Ich stehe hier hinten. Pass auf, was du sagst, William. Prag? William ist tot. Ich rede mit dir. Prag? Prag? Ich habe genug von dir und dieser Scharade. Gib Nate, was er braucht, und lass mich fliegen. Prag? Undankbares Federvieh. Ich habe dir gesagt, du sollst nur sprechen, wenn ich dich etwas frage. Prag? Niemand hört auf dich, Fettsack. Prag? Fettsack? Prag? Ich lasse mich von geflügelten Promenadenmischungen nicht beleidigen. Noch ein Wort! Was dann, Hohlbirne? Prag? Na, warte! Prag, Prag! Komm, komm zurück. Wer soll denn jetzt mit mir reden? Aha. Okay. Ich rede mit dir. Hallo? Ja, sind Sie weg? Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. Der Geisterkompass. Er kann dem Erzmagier den Weg aus dem Geisterreich weisen. Wo ist jetzt der Papagei? Hä? Wo ist er jetzt hin? Ach, Orakel, ich besuche dich einfach mal. Hi, willst du einen coolen Spiegel? Guck mal. Tausche Spiegel. Dieser kleine Spiegel stammt aus einem Grabmal in Lorem Ipsum. Ist er was wert? Ist das es? Oh! Weißt du, was du da hast? Er ist also was wert. Das ist der Spiegel. Der erste. Tausende von Jahren alt. Stell dir nur vor, was er alles gesehen hat. All die Klassiker, die man sich in ihm anschauen könnte. Tauschen wir den Handspiegel gegen den Spiegel mit Verbindung zu Ivos Zimmer? Ja, natürlich. Weg mit dem Ding. Wow, früher waren die Spiegel vielleicht klein. Und? Ja, schön, jetzt habe ich einen Spiegel. Ivo liegt immer noch auf ihrem Bett und schläft. Daran wird sich auch nichts ändern, wenn ich mir nichts einfallen lasse. Ach komm, wir gehen mal zu Ivo. Vielleicht hat sich ja irgendwas verändert. Setze einen Kurs. Also schön. Elfenhain, bitte. Sefelz. Leinen los. Da ist die Mama immer noch. Okay, hier hat sich nichts verändert. Oh, guck mal, der klaut den Spiegel. Wieso habe ich jetzt zwei Spiegel? Jetzt kann ich doch nicht mal sehen, was da los ist. Ich gehe jetzt zum Orakel.
Aber das Orakel hat doch jetzt einen coolen Spiegel. Also schön. Nur die besten Kapitäne sind schon am richtigen Ort, bevor sie ihre Reise beginnen. Was? Ach so, ich bin schon da. Ja, natürlich. Hier. Da ist der Papagei. Bock auf Samen? Hey da oben, hast du Hunger? Rack, rack. Hab ich dich. So, jetzt habe ich den Vogel. Gefangener Piratenpapagei. Ach, keine Ahnung. Ja, komm. Kriegst du denn jetzt? Hier. Der Papagei dürfte tatsächlich als Geschenk für die kleine Van Buren taugen. Aber besser ich verwahre ihn. Das Vieh kann nicht gut mit Tieren. Die kleine Van Buren erwartet einen verrückten Hutmacher und ein weißes Kaninchen bei ihrer Teeparty. Schadalupa? Ich hab da so eine Idee. Dafür müsstest du nur das weiße Kaninchen spielen. Wozu, oder Luca? Es besorgt mich ein wenig, wie leicht du dich zu solchen Sachen überreden lässt. Habe ich den jetzt auch geschminkt? Oh, ne, ach so, doch, macht er automatisch. Okay. In Ordnung. Du bist weiß, du hast ein Kostüm, du hast ein Geschenk. Jetzt oder nie. Darf ich vorstellen, das weiße Kaninchen. Das sieht gar nicht aus wie ein normales Kaninchen. Ja, also weißt du... Das ist ein super Kaninchen! Nur das Beste für diese Party. Und hast du ein Geschenk, Ballsnuffel? Gudelup. Herr Hoppel dachte, dir könnte ein seltenes Tier aus seiner Heimat gefallen. Der ist aber wirklich schön. Schön. Und er spricht. Das ist ein tolles Geschenk. Bitte, Herr Vogel, setzen Sie sich doch. Setzen Sie sich doch, Herr Hoppel. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Nun, Herr Hoppel und ich sind da. Wollte sich Ihre Frau Mutter da nicht auch zu uns gesellen? Das stimmt! Mama! Komm Tee trinken! Der Hutmacher und das Kaninchen sind da! Die was? Ist ja schön, dass du Spielkameraden gefunden hast. Aber Mama muss arbeiten. Du hast mir das größte und tollste Geschenk überhaupt versprochen, sobald der Hutmacher und das Kaninchen da sind. Aber Schätzchen, das sind doch nicht... Ich will jetzt mein Geschenk! Wo ist es? Aber Schätzchen, wir haben schon darüber gesprochen. Du sollst dich nicht so aufregen. Und ziel nicht mit dem Ding auf mich. Ich will mein Geschenk! Natürlich. Es ist in Seefels. Du darfst dir etwas im Laden aussuchen. Hier kann ich zurzeit eh nichts ausrichten, wie es scheint. Tada! Weg sind sie. So. Ich geh jetzt trotzdem nochmal hier hoch. Nate! Was soll das? Warum hast du Ivos Spiegel mitgenommen? Gönnen wir den beiden etwas Privatsphäre. Was meinst du? Was? Woher soll der denn wissen, dass ich den Spiegel mitgenommen habe? Weil ich habe den noch schon vorher entfernt. Das ist unlogisch. Hä? Verstehe ich nicht. Das ist doch eine voll die bescheuerte Anordnung. Ja. Das ist doch.
Hier. Hä? Also, ach egal. Ja, ich habe den Spiegel hier vorher bekommen. Danach habe ich erst den Spiegel entfernt. Wie sollst du das wissen? Das ist nicht in einer Reihenfolge, in einer logischen. Egal. So, Kumpel. Die sind weg. Gute Nachrichten. Sind sie weg? Allerdings. War ein hartes Stück Arbeit. Aber was tut man nicht alles für einen magischen Kompass? Was für ein magischer Kompass? Der Geisterkompass, den du mir versprochen hast. Ich kann mich nicht daran erinnern. Du, Pierre? Nein, Pierre auch nicht. Du hast gesagt, du leist mir den Geisterkompass, wenn ich die Van Burens vertreibe. So? Und hast du auch gehört, wie ich Piraten-Ehrenwort gesagt habe? Du... Oh, du hast nicht Piraten-Ehrenwort gesagt. Damit gab es nach Piratenrecht keinen Vertrag. Das hättest du wissen sollen, Nate. Aber ich brauche den Kompass. Und ich gebe ihn nicht so einfach her. Auch das hättest du wissen sollen. Raus mit ihm und verriegle das Tor. Das wirst du mir büßen. Was sagst du, Pierre? Fetter Spinner? Sowas würde ich mich nie trauen. Wer ist Pierre? Jo, jetzt haben wir verkackt, rausgeschmissen, verarscht worden von dem roten Piraten. Wie immer, ist er ein Pirat, wenn man nicht aufpasst. Nehmen wir Leckereien hier. Rein zufällig. Wozu auch immer. Mm, lecker. So etwas muss man genießen. Das ist die Belohnung für das Verkackte. Ja, nehmen wir es mit. Ich bin nicht stolz darauf. Wieso? Ist doch nur Futter. So, wer möchte jetzt was Süßes? Du kleines Äffchen? Nein, nein, nein. Ich vermute mal, dass wir hier fertig sind. Ich sehe nichts mehr. Noch mehr Zeugs. Ich kann noch mehr Zeugs mitnehmen. Oder? Nein, ich werde stark bleiben. Vorerst. Vieh, wir gehen. Puh. So, tschüss. Du, du, du. Wie der aussieht und wie der aussieht. Zu geil. Komm hier, hast du Hunger? Möchtest du vielleicht etwas von diesen Süßigkeiten? Yeses. Da hat aber jemand einen süßen Zahn. Mehr habe ich nicht. Ja, komm, jetzt mach auf. Flieh. Da drüben vor dem Palast warten noch etwa 2 Zentner von diesen ungesunden Leckereien auf dich. Ja, flieg hin, aber denk daran, nicht alles auf einmal. Okay, jetzt haben wir das Hippogreifchen dahin geschickt. Nein, das war falsch. Wo ist es? Der sitzt wieder da, das Hippo. Was hast du gemacht, Kleine? Na. Du hast das ganze Zeug? Wie ist das überhaupt? Ich meine, irgendwo muss das doch auch alles bleiben. Hm? Was? Hat einen Riesenhaufen geschissen. Das ist der größte, gewaltigste und glitzerndste Dunghaufen, den ich jemals gesehen habe. Aus Süßigkeiten. Nimm 2 ordentliche Handvoll Dung. Ich soll... Das ist... Ist noch warm. Das ist echt rosa. So, was soll ich damit machen? 2 Handvoll Hippodung. Schön. Was soll ich mit 2 Handvoll Hippodung anfangen? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. 2 Handvoll Hippodung.
Was macht man? Ja, egal, weiß ich nicht. Schauen wir mal später. Jo gut, Dung habe ich, dann reisen wir wieder. Und die Reise geht zum Elfenhain. Also schön. Leinen los. Tja, wie war das nochmal? Ich probiere jetzt wieder alles aus. Reise nach? Nein. Ach so, ich kann ja hier direkt reisen. Oh, habe ich vergessen. Beschlagener Holzhammer. Nö, das habe ich an. Nö. Pudern muss ich sie auch nicht. Ich habe immer diese brutalen Gedanken in meinem Kopf. Was habe ich an? Nö. 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 Dieser Spiegel und der aus dem Observatorium haben eine besondere Verbindung. Kann ich den dahin tun, oder was? Dieser Spiegel und der aus dem Observatorium haben eine... Ivos Vater hat gesagt, dass nur sie... Ich muss sie überzeugen, dass sie nicht in Ivos bestem Interesse handelt. Sie will ihrer Tochter nicht schaden oder ihr unnötig wehtun. Was soll ich mit den Spiegeln machen? Die haben eine Verbindung. Nö, Und wieder zurück. Ach, ich kann doch hier reisen. Mensch, da ist doch mein Tugator. Leinen los. Irgendwas muss ich mit den Spiegeln machen. Ich weiß noch nicht was. Ist irgendwas noch? Da ist noch. Was ist das? Tausende Leben spielen sich hinter diesen Spiegeln ab. Tragödien, Komödien und ziemlich viel Alltag. Ja. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein uneheliches Kind hat? Naja, außer mich. Stelle den Spiegel des Orakels vor dem Spiegel mit den Kindern. Ich glaube nicht, dass das etwas bringen würde. Der Spiegel des Orakels ist der Empfänger. Er zeigt, was immer der Spiegel aus Ivos Zimmer sieht. Was? Stelle Ivos Spiegel vor dem Spiegel mit den Kindern. In Ordnung. Hey, ich wollte das sehen. Dauert nicht lange. Außerdem schuldest du mir wegen der Van Burens einen Gefallen. Na gut, aber beeil dich. Wieso habe ich noch beide Spiegel im Inventar? Okay, der eine ist jetzt weg. Dann jetzt wieder zurück. Ja, ich habe was vergessen. Da muss ich hin. Leinen los. Leinen los.
So, Spiegel überträgt jetzt das hier, oder? Wenn es nicht funktioniert, war es das mit mir. Nicht wehtun. Du musst dir das hier ansehen. Du! Du hast meinem Baby das angetan. Hab ich nicht. Und du solltest dir das hier ansehen. Deine Enkel. Jetzt ist aber mal Ruhe hier. Beate, halt mal deine Kinder im Zaum. Du willst die Zukunft sehen und wissen, was du ihr angetan hast? Ich zeige es dir. Warum fragt ihr Oma nicht, ob sie euch eine Geschichte erzählt? Du sollst mich nicht Oma nennen. Eine Geschichte! Eine Geschichte! Willst du sie hier wirklich gefangen halten, sodass sie dich für den Rest deines Lebens hasst? Oma erzählt die besten Geschichten! Also schön. Was für eine Geschichte wollt ihr denn hören? Nein. Ich habe einmal für Ivo entschieden, weil ich dachte, es wäre das Beste für sie. Es hat mir das Herz gebrochen und es war falsch. Nur einer sollte über Ivos Leben entscheiden. Ivo. Ich warte draußen. Bam. Was ist geschehen? Du hast mich betäubt. Mach nicht so schnell, Liebes. Wie viel Zeit ist vergangen? Nur wenig. Der Mensch ist noch hier. Er wartet draußen.